Was für andere Gemeinden in unserer Region der Neujahrsempfang ist, das ist für die Gemeinde Niedere Börde der alljährliche Frühschoppen in der Samswiger Sporthalle. Zahlreiche Gäste, darunter Vertreter der regionalen Wirtschaft, der Kultur und der unterschiedlichen Vereine, trafen mit Vertretern der Landespolitik zusammen, um sich in diesem Jahr dem Thema Wirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung zu widmen. Die Wirtschaft in der Niederen Börde, das beweist diese Grafik, die Bürgermeisterin Tolotkowski in ihrer Ansprache präsentierte, ist mit insgesamt 433 Unternehmen vielgestaltig strukturiert. Auch wenn der Bereich der Industrie mit nur 15 zugehörigen Betrieben relativ klein aufgestellt und der Bereich Dienstleistungen mit 199 Betrieben dafür umso reicher vertreten ist. Also diese Wirtschaft hier bei uns in der Gemeinde ist äußerst wichtig, denn wir haben sehr viele Kleinst- und Kleinbetriebe, haben Sie ja an der Folie gesehen. Und es ist gleich, ob es ein Hausmeisterservice ist oder auch ein Großbetrieb, Sie werden in der Beratung bei uns in der Verwaltung gleich behandelt. Also da gibt es jetzt nicht den Unterschied, dass ich das so groß mache oder so groß mache, sondern es geht erstmal darum, dass wir ins Gespräch kommen. Dass ich nachher letztendlich mit dem, der den ganz großen Arbeitgeber darstellt, intensiver ins Gespräch kommen muss, ergibt sich von selbst. Aber ansonsten sind sie mir alle wichtig, weil auch alle Unternehmen sich in irgendeiner Form auch einbringen. Das ist für mich immer ein gesundes Geben und Nehmen und es muss nicht immer nur mit Geld stattfinden. Was in vergleichbaren Statistiken immer gern vernachlässigt wird, ist die Landwirtschaft. Das ist in der Niederen Börde nicht so. Der Landwirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt betonte in seinem Fachvortrag, wie wichtig die Landwirtschaft als Arbeitgeber und als Partner für die Umweltpflege ist. Dabei verwies er aber auch auf die Einflüsse, denen die einheimischen Bauern im globalen Maßstab ausgesetzt sind. Also ich glaube, Landwirtschaft hat einen Stellenwert und wir versuchen das auch immer wieder zu betonen. Schauen Sie den Auftritt Sachsen-Anhalts auf der Grünen Woche in einer eigenen Halle. Dort hat sich unsere Landwirtschaft, dort hat sich unsere Ernährungswirtschaft hervorragend präsentiert. Darauf können wir stolz sein. Und ich glaube, unsere Landwirtschaft ist bundesweit, europaweit und auch weltweit bekannt. Wir haben den besten Boden in Deutschland, wir haben die Magdeburger Börde. Jeder, der mit Landwirtschaft zu tun hat, kennt diesen Begriff. Insofern, Landwirtschaft hat einen gebührenden Stellenwert. Ich würde mir manchmal mehr Wertschätzung für die Tätigkeit der Landwirte wünschen. Aber Landwirtschaft wird seinen Stellenwert behalten. Und was ich will, ist, dass der Stellenwert ausgebaut wird, dass wir noch mehr Wertschöpfung aus unserer Landwirtschaft holen. Am Ende der Veranstaltung trugen sich die Ehrengäste in das Goldene Buch der Gemeinde Niedere Börde ein, sodass jetzt der Innenminister, der Verkehrsminister, der Landrat und der Landwirtschaftsminister genauso vertreten sind wie der Vertreter der Investitionsbank Sachsen-Anhalt.